und euch was richtig Geiles mitgebracht. Guckt euch das Schnittchen bitte mal an. Ich war am Anfang echt sehr, sehr skeptisch, als ich die Fotos gesehen habe und die ersten Videos im Internet. Aber jetzt, wo ich sie live gesehen habe, Leute, ich kann euch sagen, guckt's euch an, alle Infos nach dem Trailer, ob sie mich gecatcht hat oder nicht. David, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar aus dem Hause G-Shock. Guckst du? Die neue Frogman MRG. Und jeder, der jetzt glaubt, das ist die erste Frogman MRG, weil es hier schon so ein paar Gerüchte gibt, den muss ich leider enttäuschen. Es gab schon mal eine MRG Frogman. Ich zeige euch hier mal das Bild. Knaller, oder? Die kam 1999 raus und kostete damals $2,500. Bei eBay werden gerade zwei verkauft, allerdings beide gebraucht. Einmal $875 und eine $1,200, glaube ich. Aber wie gesagt, sind beide schon ziemlich zerschunden. Leider nicht neu. Ich denke mal, ist auch gar nicht dran zu kommen an das Teil. Aber finde ich ganz witzig, dass es schon eine gab. Ich weiß nicht, ob es dazwischen auch schon mal eine gab. Weiß das jemand? Oder gibt es praktisch nur die von 1999 und jetzt das aktuelle Schmuckstück? Das würde mich mal interessieren. Wer kennt sich da aus? Ich habe ordentlich recherchiert, ich habe aber nichts weiter gefunden. Ja, bei der Uhr war ich, wie eingangs erwähnt, doch sehr skeptisch. Denn ich habe die ersten Fotos gesehen, Pressemitteilung, habe auch gleich alles im Blog veröffentlicht, wie ihr wisst, und. Und es gab ja auch schon die ersten Trailer-Videos, auch bei G-Shock. Ich wurde nicht warm mit der Uhr. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Ich kann es euch nicht sagen, ob das an den Videos lag oder so. Ich kann es euch nicht sagen. So, und jetzt habe ich ja das gute Stück hier. Und ich habe natürlich ein paar Fotos gemacht. Und dann beschäftigt man sich halt immer mehr mit der Uhr. Und sieht Details, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Ping. Und ja, Leute, was soll ich euch sagen? Das sage ich euch später. Mein Fazit. Aber guckt euch doch das jetzt bitte mal an. Wie die Uhr hier aussieht. Also alleine dieses Armband, ne, das ist so weich, Leute. Das ist schon fast unnormal. Also da muss ich wirklich sagen, ist echt krass. Ich habe ja hier die Navy hier gerade rumliegen. Das Band, boah, das ist richtig hart, ja. Und hier auch der Anstoß hier vom Band. Das ist auch alles sehr fest und steif und hast du nicht gesehen. Und bei dem neuen Schmuckstück hier, seht ihr ja, das fällt ja von alleine schon. Das ist, seht ihr, wie sich das hier ganz geil ans Handgelenk anschmiegen kann. Und diese Verarbeitung von dieser Uhr, ich weiß nicht, es waren ja mit Sicherheit nicht alle dabei bei der Zerlegung der Frogman in Hamburg. Guckt euch unbedingt das Video an. Ich habe das unten noch mal verlinkt. Dort wird praktisch alles auseinandergenommen, jedes Einzelteil. Und hier sehen wir mal eine große Grafik, was diese ganzen Teile sind. Man denkt ja, boah, wie soll das funktionieren? Wie soll das wasserdicht werden und so, ja. Aber es funktioniert, es ist sogar ISO-zertifiziert. Und das ist, also was G-Shock da leistet, ist echt der Knaller. Und hier ist das Gehäuse komplett aus Titan. Es besteht aus Einzelteilen und die werden praktisch noch gebürstet und
ja, einzeln aufbearbeitet und dann wird das Ganze zusammengesetzt. Und echt, man sieht das ja auch hier, ne? Das ist hier ein Teil, dann ist hier wieder ein einzelnes Teil, alles aus Titan. Und ich habe sie ja bekommen und habe es dann erstmal in die Hand genommen, habe gesagt, ja, das Erste, was auffällt, ist das Band, ne? Das Band und die Leichtigkeit der Uhr. Und ich habe ja nun auch die Giftfrosch-Uhr, die Giftfrosch-Frogman, wie ihr wisst, da gibt es ja auch zwei Videos von, plus das Zerlegungsvideo aus Hamburg. Und auch geil, gar keine Frage. Aber bei der war es so, der erste Eindruck, ja, wow, hat was. Ich kann euch nur sagen, versucht die Uhr irgendwie live zu sehen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Das ist ganz wichtig. Bei mir kam es jetzt auch erst, als ich sie live gesehen habe. Ich mache sie jetzt mal an den Arm. Ist auch schön hier mit der Doppelschließer, aber das haben die Frogmans ja. Und ihr kennt ja mein dünnes Ärmchen. Und ja, dann denkt man, naja gut, jetzt macht er da so einen riesen Bronco an seinen Arm. Und ganz ehrlich, Leute, jetzt guckt euch das bitte mal an. Wenn man das reine Gehäuse sieht, an meinem Armband, ist die Uhr wirklich richtig geil, richtige Größe für mich. Hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten. Und auch hier durch das versetzte Gehäuse, was ja viele nicht so toll finden, das asymmetrische, dass das Gehäuse praktisch nach hier wegsackt und hier weniger Gehäuse ist, ist halt super, weil ich kann so stark knicken hier. Ich merke nichts von der Krone, gar nichts. Das ist echt stark und das Band und die ganze Uhr, die trägt sich so super und die sieht so, ja, ich kann das gar nicht sagen. Also es ist natürlich keine Dresswatch, überhaupt gar keine Frage, ja. Aber wenn ihr die Uhr am Arm habt, live und ihr habt ein Faible für Frogmans, dann könnte ich mir fast vorstellen, dass ihr wirklich schwach werdet. Über den Preis brauchen wir uns erstmal gar nicht unterhalten. Es geht jetzt wirklich nur um die Uhr und das, was hier alles verbaut ist und die ganzen Materialien, die hier verbaut sind. Das ist wirklich echt klasse. Jetzt guckt euch doch das bitte mal an. Das ist jetzt eine Uhr, die jetzt wirklich nicht zu groß ist und es ist eine zertifizierte Taucheruhr, ja, die sich wirklich sehen lassen kann und die auch von Berufstauchern benutzt wird. Das ist halt, das wissen ja auch die wenigsten, ja. Bei mir war das ja auch so. Ihr wisst ja, ich hatte 83 die erste G-Shock, aber mit den Frogmans, die sind komplett an mir vorbeigerauscht. Ich hatte mit denen überhaupt nichts am Hut. Keine Ahnung warum. Das ist erst seit ein paar Jahren, dass mir die Frogmans aufgefallen sind und auch am Anfang so, hä, was ist das denn mit diesen versetzten Uhrendesign? Hat mich überhaupt nicht angesprochen. Mittlerweile bin ich da ein richtig großer Fan von. Und ich sehe es ja hier, wenn ich sehe es wieder, ne, hier beim Erzählen trage und hier das Handgelenk. Man merkt nichts. Das ist, ich kann das so einknicken. Es ist ganz ehrlich, mein Trend geht ja wieder zu kleinen Uhren. Aber die Uhr würde ich tatsächlich jeden Tag tragen. Die würde ich sogar im Office tragen zum Hemd. Es könnte nur ein bisschen problematisch werden mit der Höhe unterm Hemd. Aber die trägt sich so super angenehm. Das hätte ich nicht gedacht. Die Giftfrosch-Uhr trägt sich natürlich auch super angenehm. Überhaupt gar keine Frage. Da haben wir natürlich auch jede Menge Plastik und so verbaut. Hier reden wir komplett über Titan. Und das ist schon eine Ansage, ne? Das ist schon echt geil. Wir gucken uns das gleich auf jeden Fall alles nochmal von oben an. Ich habe hier nur eine Demo-Uhr, die nicht funktioniert. Ihr habt euch sicherlich schon gewundert, wieso die Zeiger nicht gehen. Ich kann hier leider auch nichts testen, auch nicht mit der App und ähnliches. Es gibt ja einen Ebb- und Flut-Kalender, den kennt ihr aus den anderen Videos von mir, wo ich bereits das Ganze mit der App verbunden habe. Ich verlinke das auch unten nochmal. Da könnt ihr euch nochmal reingucken, wie das überhaupt aussieht mit diesem Ebb- und Flut-Kalender. Und ja, dann kann man die einzelnen Tauchzeiten kann man sich anzeigen lassen und wie lange man unter Wasser ist und so weiter. Kann ich jetzt hier alles nicht testen. Mache ich, wenn ich die Uhr nochmal im Original bekommen sollte. Es wird wohl nicht so einfach sein, welche zu bekommen. Sagt man ja immer. Aber bei der Uhr, klar, ist eine MRG plus Frogman. Ist eine One-Shot-Produktion, Limited Edition. Wenn weg, dann weg. Und ich bin gespannt,
wer sich alles von euch eine holen wird. Also die Uhr ist ISO 5425 zertifiziert, bis zu 200 Meter wasserdicht. Aus mehr als 70 Einzelteilen besteht die Uhr und es gibt komplett neue Schockabsorber, die jetzt ringsrum hier eingebaut wurden. Und ja, da muss man mal gucken, ob man das hier sehen kann, den blauen Ring. Finde ich auch ziemlich geil. Zeige euch hier mal ein Foto, da sieht man es noch besser. Ja, also auch wieder so ein kleines, feines Designmerkmal. Und die Uhr ist also auf den zweiten, also ich habe mich tatsächlich auf den zweiten Blick verliebt und ich will unbedingt eine haben. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Auch der Preis ist natürlich ein Brett, aber der schreckt mich jetzt hier nicht ab, weil Preis-Leistung hier für mich absolut stimmt. Für viele von euch, die werden sagen, ach du grüne neue Infinity, schon zu viel Geld auszugeben. Klar, kann ich auch verstehen. Wenn man aber einmal in dieses G-Shock-Versum eingestiegen ist, also wenn man da so drin ist, so wie ich, und viele Uhren von den Kollegen in der Hand hat, dann weiß man, dass das eine ganz, ganz besondere Uhr ist. Und deswegen sollte man die auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Aber zum Tragen, nicht zum im Schrank legen und vielleicht hat sie eine Wertsteigerung. Hat sie bestimmt, aber das ist tatsächlich eine Uhr zum Tragen und die kann ich auch zum Opernball tragen. Ganz ehrlich, ich würde die dazu tragen. Ja. Und die Chance, dass irgendeiner mit der Uhr zusammen mit euch am Kaffeetisch sitzt oder in der gleichen Veranstaltung oder wo auch immer, ist echt super gering, das kann ich euch sagen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal von oben an und dann hoffe ich, dass ich die Uhr dann auch nochmal bekomme, damit ich die ganzen technischen Sachen dann noch prüfen kann und checken kann und mit der App verbinden und. Und ja, aber das dann vielleicht im nächsten Video. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Der eine wird sie lieben, der eine wird sie hassen. Also ja, so ist das halt mit den Frogmans. Das hatten wir schon immer so. Auch bei dem Giftfrosch. Ja, ganz ehrlich, wie oft ich diese Giftfroschuhr trage, das glaubt kein Mensch und auch zu was für Anlässen. Und die Leute gucken mich immer an und sagen, boah, was ist das denn? Ja, erster Eindruck. Und nachdem der Abend dann vorbei ist, boah, aber kriege ich noch eine? Weißt du noch, wo man so eine Uhr bekommt? Würde mich mal interessieren. Und lass uns mal googeln, kann ich noch eine kaufen und so. Das ist echt der Knaller, kann ich euch nur sagen. Also jetzt erstmal viel Spaß mit den Sachen von oben. So, jetzt gucken wir uns das gute Stück mal von oben an. Ich habe hier noch die 30-Jährige liegen. Was fällt sofort auf? Ich kann die nicht richtig hinlegen, ne? Die springt mir natürlich immer um, weil auch hier das Band ganz hart ist und schon entsprechend ja, vorgestellt ist, voreingestellt ist, wie der Arm sein soll. Hier ist letztendlich auch kaum was bewegbar. So, und bei ihr hier haben wir halt das super beweglich. Also, dass das auch echt an ganz kleine Ärmchen kann, die Uhr. Die Japaner haben ja auch so kleine Ärmchen. Vielleicht haben sie es deswegen gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich das richtig gut. Auch, dass es nun endlich an meinen Arm passt. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht zu viel Licht. Das MRG ist ja in so einem Goldton. Das finde ich richtig geil. Ansonsten die Blautöne, die sich hier wiederfinden, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hier schön die Krone zu sehen. Die einzelnen Drücke und auch das Blau hier, dieser Dichtungsring oder was auch immer das ist, ja, gefällt mir sehr gut alles. Sieht halt gut aus, ne? Ist halt eine richtig, richtig schöne, schicke Uhr. So, Rückseite kann ich euch nicht zeigen. Die ist hier quasi noch nicht fertig. Ich zeige euch hier mal ein Foto, wie die Rückseite aussieht. Schon geil aus, ne? Dem Saphirglas. Das haben die da so reingebaut, dass es ja wasserdicht ist, aber dass die Antenne da drin trotzdem noch funktioniert. Hier steht auch schön MRG drauf, das gefällt mir auch sehr gut. Und die Doppelschließe. Das geile Band, das ist echt wie Gummi schon, das ist richtig geil. Also ich finde es richtig klasse. Ich bleib dabei. Ja, es ist natürlich schon eine Uhr, ne? Aber man merkt sie halt überhaupt nicht. Und mir gefällt sie optisch einfach richtig gut. Dieser Blauton da drin, das gefällt mir. Und auch hier, man merkt halt überhaupt nichts von der Krone.
Das ist schon sehr geil. Ist genau mein Ding. Ich mache jetzt nochmal die 30-jährige Forkman um. Könnt ihr das auch nochmal sehen im Vergleich? Das ist hier natürlich alles richtig steif. So wie man die Forkmans eigentlich kennt. Ja. Passt jetzt auch super hier drum. Gar keine Frage. Ja, ist eine andere Uhr, ne? Die ist. Ja, die MRG ist halt echt schick, ne? Gefühlt größer als die hier. Sie ist ja sowieso ein bisschen kleiner. Ja, aber sehr schick, ne? Ich bin gespannt, wann es die Modelle mal flacher gibt. Da bin ich echt gespannt. Hier mal beide nebeneinander. Ja, das war's von oben. Tja, tolle Uhr, oder? Ich finde die Titan aus dem letzten Jahr, die 30-jährige, mit den Goldakzenten ja auch super. Aber die neue, die hat einfach Stil und Klasse. Und deswegen kann man sie auch zu allen Anlässen tragen. Ich bleib dabei. Und jetzt gehe ich nochmal mit euch die Specs durch. Und zwar Bluetooth Smart, Super Illuminator, stoßfest, antimagnetisch, Solarbetrieb, Funksignalempfang EU, USA, Japan und China. Dann Ebbe-Flut-Indikator, Weltzeitfunktion, duale Zeitanzeige, Datums- und Wochentagsanzeige, Stoppfunktion, 24 Stunden Timer, 1,1 und 24 Stunden Tagesalarm, automatische Zeigerjustierung, Hand-Moving-Funktion, Kronensicherung, Phone-Finder, dann automatischer Kalender mit Datum, Wochentag und Monat, Saphirglas vorne und hinten auf der Rückseite, massives Titangehäuse, Gehäuse mit DLC-Finish, verschraubten Gehäuseboden, dann Fluoro-Armband und Dornschließe, Wasserdichtigkeitsklassifizierung nach ISO 6425. Als Modul ist hier das 5702 verbaut. Modul, jemand, der damit nichts anfangen kann, das ist so wie beim Automatikwerk das Kaliber. G-Shock nennt es Modul. Dann haben wir die Maße, die Breite von 49,7 und eine Höhe von 56 mm, eine Höhe von 18,6 mm und ein Leichtgewicht von 132 Gramm. Das waren die Specs. Preis wollt ihr sicherlich auch noch wissen. Da liegen wir bei stolzen 5000 Euro. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, ruft im G-Shock Store Hamburg an und vielleicht könnt ihr euch da eine anschauen und gleich mitnehmen. Vielleicht habt ihr Glück. Ansonsten, Worst Case, bestellt ihr eine und schickt wieder zurück. Macht man natürlich nicht gerne, aber wenn es euch dann gar nicht gefällt. Ich bin mir aber sicher, wenn ihr schon den G-Shock Hype in Anführungsstrichen verfallen seid und auch das nötige Kleingeld das natürlich auch habt, dann ist diese Uhr genau das Richtige für euch. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Klar, wie auch schon hier erwähnt, die einen werden es lieben, die anderen werden es hassen. Das ist halt so. Nicht jeder kann jede Uhr gut finden. Die ist halt auch einfach echt schick. Ist eine richtig schöne, schicke MRG. Und die ist noch spezieller als die anderen MRGs. Und deswegen finde ich die wirklich sehr, sehr gelungen. Und an meinen Arm passt sie super. Und ich freue mich jeden Tag, sie tragen zu dürfen. Und ich hoffe, ich bekomme auch eine. Und dann gehe ich mit euch nochmal die ganzen technischen Daten durch und mit der App verbinden und, wie das dann alles funktioniert. Also, bis dahin, Daumen nach oben. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das gefällt, was ich hier tue. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und es werden noch ganz, ganz viele G-Shock-Videos kommen. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe oben noch eine Tüte voll und da wird jetzt einiges kommen. In dem Sinn, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.